Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zum 48. Bonner Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn auch nur auf der anderen Seite der Kameras. Es ist der 6. Bonner Wirtschaftstalk in den Jahren der Pandemie. Und es ist mittlerweile schon der 4. Bonner Wirtschaftstalk, den wir ohne Publikum bestreiten. Wir hoffen aber mal, dass es dann auch erstmal der letzte ohne Live-Publikum sein wird. Wir sind hier im Foyer des Bonner Kunstmuseums und wenn Sie immer mal wieder ein Brummen hören, dann sind das nicht Ihre Fernsehgeräte oder Ihr Computer oder Ihr Laptop, sondern ist das Kunst. Es ist eine Installation. Dort vorne steht ein großer Kühlcontainer und da drin hat vor einiger Zeit noch eine Bonner Punkband gespielt, die hieß Alien Fight Club. Die haben ihr Konzert gespielt, ganz klein, mit ein paar Zuschauern und haben sich gesagt, jetzt gehen wir hier raus aus dem Container, lassen alles stehen und liegen, was wir so dabei hatten, wie Schlagzeug, wie Gitarre und wie Getränke, Barhocker und Tische. Und dann gehen wir raus, machen die Tür zu, schließen ab und stellen das Ganze auf minus 18 Grad, das Kühlaggregat. Und das ist schon seit einiger Zeit so. Da drin sieht es aus, ein toller Blick. Sollten Sie sich angucken, hier im Bonner Kunstmuseum. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese pandemische Zeit, dieser Zustand ist schon fast, zumindest für mich ist es schon fast normal geworden. Dieser Abstand, diese Maske tragen, dieses sich testen, auch vor der Sendung sind wir jetzt auch wieder getestet worden. Oder auch der Blick, der tägliche Blick auf diese Inzidenzzahlen, das ist irgendwie alles schon Alltag geworden. Wir sind anno Corona 2 und wir wollen über die Wirtschaft im zweiten Jahr der Pandemie sprechen. Das natürlich nicht alleine. Was das für die Wirtschaft, für uns, für unsere Gesellschaft bedeutet, das wollen wir klären in der nächsten Stunde. Ich begrüße recht herzlich unsere vier Gäste. Thomas Voss ist mit dabei, der Geschäftsführer der Mannstedt GmbH aus Troisdorf. Was Sie vielleicht noch nicht wussten, meine Damen und Herren, das ist dort, Troisdorf, wo Sieg und Agger, diese beiden Flüsse, wo wir hin und wieder mal die Füße ins Wasser halten, wo die beiden Flüsse zusammenkommen. Der Weltmarktführer für Spezialprofile aus Stahl, diese dort auch produziert. Korrekt. Schön, dass Sie da sind, Herr Voss. Ein ausgewiesener Restrukturierungs- und Sanierungsexperte ist unser zweiter Gast. Das ist Christian Sänger, Fachanwalt Insolvenzrecht der DHPG, der Dr. Hartzim und Partnergruppe. Bei Ihnen hätte ich erwartet, dass Sie so vollkommen übernächtigt mit Rändern unter den Augen, so abgehetzt im Dauerakkord, gerade noch kurz vor der Sendung hier reinschneiden, weil einfach so viel im Moment zu tun ist, mit auch leider Insolvenzen, aber so war es nicht. Er wirkt sehr entspannt und wir sind sehr gespannt, was er uns gleich zu erzählen hat. Schön, dass Sie da sind, Christian Sänger. Professor Dr. Strick ist mit dabei, einer der führenden deutschen Virologen. Er ist Institutsdirektor am Universitätsklinikum in Bonn. Und er ist der Virologe, der als einer der ersten damals in Heinsberg Daten gesammelt hat, wie der Covid-19-Virus sich verbreitet. Mittlerweile auch schon wieder, wir haben eben drüber gesprochen, 14 Monate. Ich glaube im Februar oder so, um diese Zeit war es 14 Monate her. Und Uwe Borges ist mit dabei. Vorstand Firmenkunden und institutionelle Kunden der Sparkasse Köln-Bonn. Institutionelle Kunden, das musste ich googeln. Da kam ich dann wörtlich übersetzt auf Einrichtungen. Verbände, Unternehmen, Stiftungen, kirchliche und auch gemeinnützige Einrichtungen. Auch die gehören mit zu Ihren Kunden, um die Sie sich kümmern. Und es ist der Mensch, der uns hoffentlich heute Abend, mal gucken, mehr von Chancen als vom Scheitern erzählen kann. Mal gucken, wie das so ausgehen wird. Da sind wir gespannt. Schön, dass Sie da sind, Herr Borges. Ja, dann direkt mal eine Frage an alle in die Runde. Welche Zahlen, die Herren, welche Zahlen sehen Sie sich morgens am liebsten an? Welche sind für Sie, wenn Sie aufgestanden sind, für Sie relevant? Sind das die Wirtschaftszahlen beim DAX? Ist es der Inzidenzwert? Sind es die Lottozahlen? Ich weiß nicht. Oder der Blutdruck? Keine Ahnung. Herr Professor Strick, wie ist es bei Ihnen? Wo geht der Blick zuerst hin? Ich schaue mir in der Tat morgens die Infektionszahlen an, aber da nehme ich mir auch ein bisschen Zeit, weil ich mir das weltweit anschaue. Gerade auch, weil mich interessiert, wie sich das im Vergleich Nord- und Südhalbkugel jetzt entwickelt. Aber der Vergleich zwischen Bonn und Nordrhein-Westfalen wäre ja auch schon interessant. Ja, das schaue ich mir auch an, obwohl jetzt der, für die einzelnen Städte der spezifische Inzidenzwert, das interessiert mich meistens nicht so. Okay. Eher dann die Verteilung der Varianten. Okay. Herr Voss, wie ist es bei Ihnen? Welche Zahlen sind relevant? Also ich gucke mir morgens am liebsten die Absatzzahlen, die Versandzahlen, die Produktionszahlen. Das machen Sie morgens schon? Ja, direkt morgens kommt der morgendliche Bericht. Und die Zahlen sehen ja auch im Moment sehr, sehr gut aus. Und das erfreut einen ja, wenn man solche Zahlen sieht. Herr Sänger, wie ist es bei Ihnen? Welche Zahlen sind relevant? Also ich schaue mir tatsächlich die Insolvenzzahlen an und die Insolvenzzahlen sind so niedrig wie seit 21 Jahren nicht mehr. Da wir mit der Insolvenzverwaltung auch beschäftigt sind, ist das für uns
nicht ganz so positiv. Wir sind aber auch mit der Sanierungsberatung betraut und insofern sehen wir hier auch durchaus große Chancen, wenn möglicherweise im Herbst doch die Insolvenzzahlen wieder steigen werden. Ich wollte gerade sagen, also die Insolvenzzahlen sind sehr, sehr niedrig. Das hat aber auch Gründe. Da gibt es auch Gesetze, da werden wir später auch drüber sprechen, warum das genau so ist. Aber für Sie sind das die Zahlen. Und Herr Borges, was ist es bei Ihnen? Nicht die Lottozahlen bei der Sparkasse. Nee. Nein, nicht die Lottozahlen. Also ich muss gestehen, jetzt in den letzten 14 Minuten auch sehr, sehr stark den Blick auf die Inzidenzzahlen, auf die 7-Tage-Inzidenz, ja, auf die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, weil das natürlich schon so ist, dass diese Zahlen doch sehr, sehr stark das Geschehen bestimmen, wie sehr es möglich ist, auch perspektivisch Lockerungsmaßnahmen anzugehen. Und von daher hat das schon großen Raum für mich eingenommen. Und natürlich schaue ich aber auch immer mit ganz viel Zuversicht inzwischen auf die Konjunkturzahlen, gerade hier die IHK Köln bzw. Bonn-Rhein-Sieg haben wir hier gerade kürzlich noch mal veröffentlicht, dass doch die Zuversicht der Unternehmen wieder deutlich steigt, deutlich besser als genau vor einem Jahr. Und das lässt wirklich hoffen, dass wir langsam wieder ein Gefühl zumindest bekommen in die Richtung des alten Lebens, was wir uns, glaube ich, alle so sehr wieder wünschen. Das haben IHK veröffentlicht, gleichzeitig mit dem Hinweis, macht endlich auf, macht endlich was, auch mit Blick auf Wirtschaft. Auch da werden wir später drüber sprechen. Herr Professor Streeck, als Sie in Heinsberg vor 14 Monaten die ersten Proben nahmen, hätten Sie gedacht, dass die Pandemie einen solchen Platz in unserem Leben, im Privaten, im Wirtschaftlichen, im Beruflichen einnehmen wird? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also mir war schon klar, dass wir vermehrt in Deutschland Fälle haben werden, dass sich das auch über Deutschland ausbreiten wird. Diese Vehemenz vom Virus, das war ja, also als wir da waren, war ja Mitte März, das war damals noch gar nicht so klar. Also auch, wie stark das Virus übertragen wird, wie leicht es übertragen wird, wie viele Menschen auch einen schwereren Verlauf haben oder Long-Covid war überhaupt nicht bekannt. Damals, also das sind, ich hätte zwar gedacht, wir haben damit zu tun, aber ich hätte weder gedacht, dass es so eine lange Zeit einnimmt und auch so einen enormen Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen wird. Weil immer schnell, oder jetzt ist es ja natürlich schnell zu sagen, Mensch, hättet ihr da mal früher reagiert, hättet ihr mal strenger reagiert. Das sind ja zum Teil auch Vorwürfe, die da kommen. Aber wenn Sie sagen, als einer der führenden Virologen, Mensch, das konnten wir so gar nicht absehen. Das war für uns ein völliges Neuland, das war für uns so nicht klar. Hat das ja auch ein Gewicht. Naja, aber diese Abschottungsidee, das hätte ja nicht funktioniert. Also zu sagen, wir schotten jetzt Heinsberg ab und es bleibt dann da. Wir haben ja im Nachhinein gesehen, dass fast 40% der Übertragung am Anfang aus Ischgl gekommen sind, vom Après-Ski. Also die Leute sind zurückgeflogen, ohne eigentlich zu wissen, dass sie infiziert waren. Und das war ja Ischgl war ja eigentlich das Einfallstor nach Deutschland dann. Also generell auch mit Varianten oder mit Virus raushalten, das Grenzen zu schließen, bringt bei so einem Virus herzlich wenig. Man kann da kurzfristig etwas aufhalten, aber langfristig wird man dann trotzdem überrannt werden. Und wenn man dann so einen Experten wie Sie in der Runde hat, dann würde ich auch gerne direkt am Anfang schon mal in die Glaskugel gucken. Wie sieht denn ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario für Sie aus? Also wie gut läuft es für uns Menschen im besten Falle mit Corona und wie schlecht könnte es laufen? Also die Problematik ja gerade ist, dass wir das überhaupt nicht vorhersagen können, wie es nach dem Sommer weitergeht. Wir haben jetzt den Saisonalitätseffekt und die Impfung, natürlich die Maßnahmen wirken auch. Und wir kommen auf sehr niedrige Zahlen. Jetzt haben wir viele Ungewissheiten, die dazukommen. Nämlich einmal die Delta-Variante, also die Variante aus Indien, wo wir nicht wissen, wie sie sich verhalten wird. Und wir haben auch den Effekt, dass man unter Geimpften immer mal wieder das Virus im Rachen nachweisen kann und die auch das Virus manchmal weitergeben können. In einer reduzierten Wahrscheinlichkeit, aber wir sehen solche Fälle. Das bedeutet eben, dass wir zwar Leute schützen selber vor einem schweren Verlauf, aber nicht alle davor schützen, dass sie das Virus auch weitergeben. Das hat dann den Effekt, dass wir eine richtige Herdenimmunität nicht erreichen können, sondern eben so einen Herdeneffekt, also so Verringerung der Infektionszahlen. Und das heißt, Maske bleibt, Abstand bleibt? Das bedeutet eben jetzt, dass Experten,
Politiker jetzt ihre Hausaufgaben machen müssen, nämlich den Sommer nutzen, diese Zeit mit den niedrigen Zahlen nutzen, zu verstehen, wie wir im Herbst im Worst-Case-Szenario mit ansteigenden Zahlen umgehen, wenn wir können ja auch enorm ansteigen wie im letzten Jahr. Wir wissen es eben nicht. Aber wahrscheinlich wird es schon einen Anstieg geben und nicht ganz so stark wie in den letzten Jahr. Aber Best-Case-Szenario ist, dass die Impfung vollständig wirkt und wir wirklich nur noch niedrige Zahlen von Infektionen haben. Aber auf beides kann man sich ja jetzt vorbereiten, gedanklich im Plan spielen und durchdenken, wie man in jedem Fall damit umgeht. Man muss es nur machen. Man muss es machen. Kommen wir zur Industrie. Herr Voss, Geschäftsführer der Mannstedt GmbH. Wie gut oder schlecht kommt man mit Stahlprofilen durch die Pandemie? Ich habe eben die Zahlen gehört, dass sich die Zahlen morgens angucken, die Absatzzahlen, da wirken sie ganz zuversichtlich. Ich glaube, man kommt ganz gut durch die Pandemie. Also die Pandemie selber, das letzte Jahr, das war schon eine Katastrophe, muss man sagen. Also wir haben die ersten 3 Monate im Jahr 2020 waren eigentlich noch auf einem ganz normalen Niveau, so wie wir es ursprünglich geplant hatten. Aber dann kam ja die Welle, das heißt China, Italien, also auch unsere Kunden mussten teilweise behördlich angeordnet oder auch weil Lieferketten einfach komplett weggebrochen sind, ihre Betriebe stilllegen. Wir sind ja weltweit tätig, insofern merken wir das in unterschiedlichen Branchen und in unterschiedlichen Regionen dieser Welt, dass es eigentlich überall dann zugeschlagen hat, Stück für Stück, unterschiedlich schnell. Und ab April ging es eigentlich runter mit auch den Absatzmärkten bei uns. Das heißt, April, Mai, eigentlich bis in den Herbst des Jahres hinein, am Ende des Jahres konnte man wieder eine leichte Erholung erkennen. Aber wir kamen eigentlich nur dann durch die Krise mit massiver Kurzarbeit. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Woche pro Monat alle Aggregate abgehängt, durchaus unterschiedliche Aggregate. Und die haben die Kurzarbeit auch dann in den Angestelltenbereich durchgezogen. Und wie gesagt, die Erholung kam eigentlich erst spät im Herbst des letzten Jahres. Mittlerweile sind wir eigentlich deutlich über dem Vorkrisenniveau. Das heißt, es gibt viele Nachholeffekte, die wir jetzt sehen. Die Industrie in allen Branchen, auch weltweit, geht wieder nach oben. Und es geht ja andersrum jetzt wiederum in Knappheit. Das heißt, Stahl wird knapp, Holz wird knapp, Preise steigen. Das sind dann die anderen Herausforderungen. Ja. Ich wollte nämlich nochmal nachfragen, Sie sind ja auch als Hersteller von Stahlprofilen am Anfang der Lieferkette. Klar, den Stahl müssen Sie irgendwie herkriegen, aber dann geht es halt los. Dann sind Sie erstmal von keinem abhängig und dann müssen Sie weiterliefern. Ist sicherlich ein Vorteil. Das ist ein Vorteil für uns als Mannstedt ist auch, dass wir Teil der Georgs-Marienhütte-Gruppe sind. Das heißt, wir haben dort eine eigene Stahlversorgung. Das heißt, gerade in solchen Krisenzeiten sind wir dann nicht abhängig von ich sag mal, lokalen Problemen mit unseren anderen Stahlherstellern. Wir konnten die gesamte Lieferkette zu jeder Zeit auch komplett sicherstellen in allen Bereichen. Es geht ja auch nicht nur um Stahl, es geht ja auch um andere Komponenten, Dienstleistungen und Thema. Und wie gesagt, wir haben zu keiner Zeit die Lieferketten unterbrochen. Liegt auch, wie gesagt, an der eigenen Versorgung durch die Gruppenunternehmen. Wie sieht es denn mit Impfen aus? Impfen durch Betriebsärzte, große Schlagzeilen in den Tageszeitungen in den letzten Tagen. Wird bei Ihnen im Betrieb schon geimpft? Noch nicht. Noch. Wir sind vorbereitet. Wir haben im Prinzip eine Kampagne gestartet. Wir sind organisiert. Eigentlich warten wir nur noch auf die Zuteilung des Impfstoffes und dann können wir loslegen. Also wir haben schon einen Terminplan. Das wird dann hoffentlich in anderthalb Wochen losgehen bei uns. Wie hoch ist die Bereitschaft Ihrer Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen? Ja, Bereitschaft ist schon hoch, wobei wir erkennen müssen, es gibt auch dort Leute, die wahrscheinlich sich nicht impfen lassen. Es ist ja auch schwierig, an die Daten wirklich ranzukommen, weil wir haben Datenschutz, das respektieren wir natürlich. Es gibt aber auch viele Leute tatsächlich, die schon geimpft sind. Das heißt, es gibt besondere Fälle oder Menschen, Mitarbeiter, die Pflegeaufgaben zu erledigen haben. Also es gibt schon eine relativ hohe Quote von Leuten, die bereits geimpft sind. Also wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf die Zahlen gucken, wir haben ja in Summe 650 Leute am Standort, wenn wir jetzt die Azubis und auch wir nehmen auch die Dienstleister, die bei uns am Standort sind, mit in das Programm mit rein, weil die einfach auch dazugehören zu den täglichen Arbeiten, dann sind wir ungefähr bei 750 Leuten und wir reden jetzt von einer Impfkampagne ungefähr in der Größenordnung von vielleicht 350, 400. Dicker Daumen. Okay. Herr Borges, wie Status quo Impfen, wie sieht es da bei der Sparkasse Köln-Bonn aus?
Ja, wir haben uns sehr frühzeitig bemüht, auch selber ein Impfangebot zu unterbreiten. Ich muss sagen, das findet auch großen Zuspruch. Wir haben tatsächlich letzte Woche angefangen zu impfen mit einem medizinischen Dienstleister, haben weit über 200 Impfungen vollzogen. Wir werden nächste Woche die nächste Schade an Impfungen über unseren Betriebsarzt vornehmen. Und insgesamt gibt es da doch großes Verständnis in der Belegschaft, dass gerade das Impfen ein ganz wesentlicher Teil der Lösung der Corona-Krise ist. Aber was heißt das für den Betrieb? Wie viel muss da umgebaut werden? Wie viel muss da angepasst werden? Wie viel muss da umorganisiert werden? Oder ist es gar nicht so schlimm? Also es ist schon ein riesen Organisationsaufwand. Wir haben einen ganz, ganz tollen Vorstandsstab, ein Corona-Krisenteam, was seit 14 Monaten fantastische Arbeit leistet, also einfach Organisationstalente. Und deswegen ist es gelungen, hier jetzt auch eine Infrastruktur aufzubauen, die es uns eben ermöglicht, jetzt auch selbstverantwortlich zu werden. Und dann ist es ja so, dass die Bundesländer sehr unterschiedlich vorgegangen sind bei Bank- und Sparkassenmitarbeitern. Also beispielsweise im Bundesland Rheinland-Pfalz war das eben mit einer Arbeitgeberbescheinigung einer Bank oder Sparkasse, und wir haben eben Mitarbeiter mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz auch, war es eben möglich, dass die Hausärzte dort schon verimpft haben, sodass wir auch erfreulicherweise auch schon viele Kolleginnen und Kollegen haben, die über die Hausärzte oder über die Impfzentren eine Impfung erhalten haben. Herr Sänger, welche Erfahrungen haben Sie mit betrieblichem Impfen gemacht? Im eigenen Hause, aber Sie sind ja auch viel unterwegs, Sie erleben es ja auch woanders. Ja, also im eigenen Hause haben wir auch einen Krisenstab Corona. Wir sind seit 8 Wochen bemüht, über die Betriebsärztin dann auch eine betriebliche Impfung anzubieten und durchzuführen im Haus. Bisher sind das alles Planungsvorbereitungen, weil eben keine Impfdosen zugewiesen werden. Da bereiten wir uns aber darauf vor. Darüber hinaus hatten wir in der letzten Woche ein Angebot von einem Hausarzt, der 100 Impfdosen AstraZeneca angeboten hat. Und dann haben wir natürlich direkt unsere Mitarbeiter informiert und die konnten dann zu diesem Hausarzt fahren und die Impfung dort entgegennehmen. Herr Professor Streeck, das hat jetzt nur indirekt mit Ihnen zu tun, aber das ist eine Frage, die mir schon seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt. Ich höre immer wieder, Mensch, da ist der Impfstoff zu knapp, da ist nicht genug. Wir würden gerne mehr impfen, wir würden gerne in soziale Auffälligkeiten, Stadtviertel gehen, aber wir haben nicht genug. Da war der Andrang so groß, wir mussten welche nach, wie auch immer. Was ist so schwierig und schwer daran, einfach mal, wenn ich doch die Produktion habe und wenn ich den Impfstoff herstelle, dann mache ich halt Tag-Nacht-Schichten oder was, dann lasse ich halt die Bänder rund um die Uhr laufen und produziere dann eben so viel Impfstoff, oder stelle ich mir das einfach viel, viel zu simpel vor? Ja, aber das wird ja gemacht. Also es wird ja, erstmal können wir uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt so viele Impfstoffe haben. Das war im letzten Jahr überhaupt nicht absehbar, dass ein Impfstoff überhaupt funktioniert. Und jetzt gibt es ja 8 lizenzierte Impfstoffe weltweit, ne? Die Problematik ist unterschiedlich, je nach Impfstoff, über den man redet. BioNTech, Moderna, die RNA-Impfstoffe, da gibt es einfach gar nicht so viele Produktionsstätten, die RNA ausdrucken können in dieser Art und die Produktion machen. Da liegt es zum Teil übrigens auch an den Fetten. Das ist ja in Lipiden aufgelöst, die sind gar nicht so leicht zu bekommen, diese Fette, die da gebraucht werden, damit die RNA auch richtig eingebracht wird. Anders sieht es aus bei den Adenovirus-Vektor-Impfstoffen AstraZeneca, Johnson & Johnson. Das ist wirklich in Kultur gewachsener Impfstoffprodukt. Und da kann immer mal auch was falsch gehen, daneben gehen in der Kultur. Da kann mal in der Qualität etwas nicht stimmen. Da wird mal eine Charge auch verworfen werden müssen. Also wir sind, glaube ich, weltweit unheimlich schnell in der Produktion der Impfstoffe. Aber dass weltweit so viele Menschen, also das sind ja Milliarden Menschen, die da geimpft werden müssen, das so viele zu produzieren, ist schwierig. Deutschland hat weit über 8 Impfdosen pro Bundesbürger bestellt. Wir werden irgendwann zu viele Impfdosen haben. Und wir müssen irgendwann auch jetzt wahrscheinlich uns schon darauf vorbereiten, dass wir Impfdosen abgeben müssen an andere Länder, weil die verfallen ja auch irgendwann. Aber den Kipppunkt haben wir noch nicht erreicht, dass wir zu viele haben im Vergleich zu dem, was im Moment geliefert haben. Und da ist ja offensichtlich überall auch noch ein Mangel.
Aber ich finde, man muss auch sagen, dass vielfach viel zu kritisch, finde ich, inzwischen über die Impfkampagne in Deutschland diskutiert wird. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir inzwischen in Deutschland 47% Erstgeimpfte haben und mit einer Erstimpfung ist zumindest sichergestellt, da wird sicherlich Professor Streeck vielleicht gleich noch mal was zu sagen, dass der Verlauf der Erkrankung nicht so gefährlich ist, sodass das schon ein wirklich sehr, sehr relevanter Impfschutz ist. Und selbst mit beiden Impfungen, also mit vollem Impfschutz, sind wir inzwischen in Deutschland bei 23,7% heute. Und in Nordrhein-Westfalen, erfreulicherweise, haben wir sogar noch bessere Zahlen als der Bundesdurchschnitt. Wir sind in Nordrhein-Westfalen bei 49% Erstimpfung und fast 25% Zweitimpfung. Also ich glaube, wir sind inzwischen auf einem sehr, sehr guten Weg und kommen annähernd an die Zahlen der USA, Großbritannien, Israel heran. Das muss man ganz klar sagen. Wir jammern da schon auf einem sehr hohen Niveau, gerade wenn man das weltweit schaut. Es gibt Entwicklungsländer, wo noch gar keine Impfstoffe oder sehr wenige Impfstoffe angekommen sind und wir viel zu wenig diese Pandemie wirklich als das sehen, was sie eigentlich ist, global. Und wir aus dieser Pandemie dann auch wirklich erst rauskommen, wenn jeder Mensch sicher ist und jeder Mensch auch, der es braucht, vor allem einen Schutz vor einem schweren Verlauf, auch davor geschützt wird. Und man mag sich manchmal gar nicht ausmalen, was wäre denn gewesen, hätte keiner dieser Impfstoffe funktioniert, aber wir hätten trotzdem so viele Impfdosen. Damals waren es 4 Impfdosen pro Bundesbürger auf gut Glück bestellt, in der Hoffnung, dass die Impfstoffe funktionieren werden. Und wir haben das trotzdem gemacht und wir hatten das Glück, dass wir Impfstoffe haben, die funktionieren. Es hätte ja auch sein können, dass keiner von denen funktioniert. Dann ist das doch mal gut, dass wir so was auch mal herausgehoben haben und mal herausgestellt haben, dass man es ja auch mal umdrehen kann, die Kehrseite, die positive Seite der Medaille. Corona, der nächste Schritt, Herr Voss, die IHK, Industriehandelskammer, fordert und muss das ja auch fordern, Mut zum Aufmachen, Mut zur Öffnung, sagt IHK Bonn-Rhein-Sieg, dass die Einschränkungen für die Wirtschaft so weit zurückgenommen werden, dass man wieder Umsätze generieren kann. Oder muss Bonn noch 1-2 Wochen warten, bis dann eben der Inzidenzwert stimmt? Oder was würden Sie sagen? Mensch, sollen wir jetzt mal wieder nach vorne preschen? Ich glaube, das liegt ja dann auch in der Entscheidung jedes einzelnen Unternehmens, was es dann eben sicher im Arbeitsschutz macht und auch mit den Mitarbeitern macht. Ich glaube, aktuell ist es wichtig, dass wir einfach den Lieferstrom unter Beobachtung haben und auch die Absatzmärkte beobachten und jetzt uns einfach darum kümmern, wie sieht die Arbeitsweise, wie hat die sich geändert und wie arbeiten wir dann auch im Herbst und wie arbeiten wir auch in Zukunft. Ich glaube, es braucht jetzt nicht zwangsläufig schnelle Öffnungen. Das, was an vielen Stellen wichtig ist, dass wir zum Beispiel wieder in Kundengespräche kommen, dass wir punktuell von Teams wegkommen können in bestimmten Bereichen und einfach auch mal wieder face-to-face bestimmte Dinge unter bestimmten Randbedingungen machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ob das jetzt vor den Sommerferien schon passiert oder eher tendenziell im Herbst, ist mal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, es hat sich vieles sehr gut bewährt mit Besprechungen und mit dieser Digitalisierung. Es wird sehr, sehr viel auch, glaube ich, übrig bleiben in der Zukunft von diesen Techniken. Das sehen wir zumindest auch bei uns. Aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass man wieder teilweise Begegnungen zulässt unter bestimmten Randbedingungen. Die Menschen wollen das. Wir haben relativ viel mit mobilen Arbeiten und Homeoffice gearbeitet. Und wir merken aber auch jetzt, dass der Drang da ist, auch wirklich wieder zurückzukommen in die Büros, sich dann auch wieder mal zu sehen, diesen sozialen Kontakt. Vielleicht weg von zu Hause, den nörgelnden Kindern, dem Homeschooling und ähnlichen Themen. Das sind ja alles Dinge, die den Leuten auf der Seele brennen. Herr Voss spricht von Face to Face, von Angesicht zu Angesicht. Und Herr Sänger, wir hatten es im Vorgespräch eben auch, ne? Das sind auch Erfahrungen, die Sie teilen können, dass Sie mir eben noch gesagt haben, Mensch, da will sich auch ein Teil der Belegschaft gerne auch mal im kleineren Kreis mal treffen und das wirklich auch persönlich. Wie wichtig ist sowas? Oder welche Erfahrungen haben Sie da oder welche Rückmeldungen haben Sie da bekommen? Ja, also in meiner Belegschaft, in meiner kleinen Abteilung habe ich festgestellt, dass die Menschen sich schon etwas entfernen. Man sieht sich zwar über Teams, man macht Videotelefonie, das ist alles ganz normal geworden, also wesentlich besser als am Anfang der Pandemie im letzten Jahr. Nichtsdestoweniger fehlt schon der soziale Umgang. Und wir sind derzeit bemüht, auch mit Unterstützung von Personalberatern dann für nach den Sommerferien
Come-togethers zu organisieren, damit sich die kleinen Teams auch mal wieder zusammentreffen, sei es dann auch an frischer Luft, aber einfach auch mal ins Gesicht schauen und zusammen etwas trinken, vielleicht eine Pizza essen und den Sozialkontakt pflegen. Wie sieht das bei Ihnen am Institut aus? Wie viele sind da in Homeoffice? Geht das überhaupt? Also eigentlich keiner. Das Einzige, was wir, wir haben ja eigentlich all hands on deck, also das sowohl in der Diagnostik als auch in der Forschung. Wir hatten Phasen, wo wir gesagt haben, die Leute, die nicht an Corona forschen, die sollen eher zu Hause bleiben. Das war aber sehr kurzfristig. Was wir gemacht haben, aber in den Sekretariaten, dass wir dort die sich abgewechselt haben. Aber wir brauchen da auch jemanden vor Ort, der sich um, also ich meine, es kommen ja auch unheimlich viele Dinge rein, Sendungen etc. Da brauchten wir alle Menschen eigentlich vor Ort. Ist, glaube ich, bei Ihnen, Herr Borges, ein bisschen einfacher zu stemmen, wahrscheinlich auch mit dem Homeoffice, weil man wahrscheinlich mehrere Dinge dann auch über digital mehr lösen kann, als wir das gerade gehört haben. Wir haben in den letzten Monaten in der Tat konsequent in vielen Bereichen, in denen das möglich war, also insbesondere in Stabs- und Betriebsfunktionen, aber auch in meinem Verantwortungsbereich im Firmenkundenvertrieb vielfach über Homeoffice gearbeitet. Wir haben einen riesen Kraftakt gestartet am Anfang der Krise, dass wir eine digitale Infrastruktur aufgebaut haben, die es ermöglicht hat, dass wir 70% unserer gesamten Belegschaft so angebunden haben an unser Netz, dass es möglich war, eben von zu Hause zu arbeiten und bei den Backoffice-Funktionen sogar teilweise bis zu 90%. Ich wollte noch mal ein, zwei Bemerkungen zu diesem Hochfahren der Wirtschaft. Da wollte ich Sie gerade noch nachfragen. Genau, ich wollte zurückkommen kurz zu diesem Thema mit der Frage, nämlich wie schwierig ist so eine Entscheidung? Würden Sie sagen, aufmachen oder lieber ein bisschen Geduld haben? Noch Geduld haben? Ich glaube, dass die Balance, die wir jetzt gefunden haben, also jetzt sukzessive Öffnungsschritte anzugehen, das aber in einer sehr planerischen Form, also damit also auch den Unternehmerinnen und Unternehmern eine Perspektive zu bieten. Was kommt in den nächsten zwei Monaten? Immer Ceteris Paribus, die Fallzahlen bleiben so, wie sie sind, nämlich sehr niedrig im Moment. Dann wirklich sukzessive Öffnungsschritte zu machen. Wichtig dabei, die berühmten 3Gs immer wieder als Unternehmer, als Verantwortliche in den Unternehmen im Blick zu halten, die AHA-Regeln im Blick zu halten und dann konsequent Versuche zu unternehmen, immer weitere Öffnungsschritte zu wählen. Das gelingt uns jetzt schon im Einzelhandel sehr, sehr gut, finde ich. Da wird sehr, sehr verantwortlich gearbeitet. Und ich glaube, es wird jetzt wichtig sein, gerade hier in der Region, in Bonn, in Köln, wo auch die Kreativwirtschaft so eine große Rolle spielt und damit auch Großveranstaltungen eine große Relevanz für die wirtschaftliche Entwicklung haben, dass man sich diesem Thema Großveranstaltungen stellt. Das ist ein ganz besonders kompliziertes Thema Großveranstaltungen. Aber auch ich glaube, man findet auch hier Möglichkeiten und Wege, Hygienekonzepte, um halt auch anzutesten, wie man sukzessive mit immer mehr Menschen auch Großveranstaltungen möglich machen kann. Wichtig ist natürlich, dass man das wirklich sehr kontrolliert mit Testungen, mit entsprechenden Überprüfungen auch umsetzt und dass man sich so sukzessive wieder einem normaleren Leben öffnet. Sie haben die 3Gs angesprochen. Ich weiß nicht, ob die schon bei jedem gängig sind. Also geimpft, getestet oder genesen. Das ist, so kürzt man es ab, damit man das nicht immer alles wiederholen muss. Genau. So, Herr Sänger, jetzt kommen wir mal auf Ihr Fachgebiet. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir da so ein paar Lapsus oder Lapsi. Oder mal gucken, inwieweit ich mich da durchwurschteln kann. Es gibt ein Gesetz, in dem geregelt wird, wann ein Geschäftsführer in Zeiten der Pandemie einen Insolvenzantrag stellen muss. Geregelt wurde das im, und jetzt kommt's, Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz. Ich habe gehört, dass selbst gestandene Juristen Probleme damit hatten, dieses Gesetz zu verstehen. Unter anderem der Vorstand des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands hat gesagt, Mensch, da war mir nicht alles klar. Wie kompliziert ist dieses Gesetz? Ja, also dieses Gesetz muss man einfach mal von der Historie betrachten. Das wurde in Kraft gesetzt am 27.03.2020, rückwirkend zum 1.03.2020. Man hat also als Gesetzgeber gesehen, nach dem ersten Lockdown, wenn wir jetzt nichts tun, dann müssen sehr viele Geschäftsführer des gesamten deutschen Mittelstands möglicherweise nach der gesetzlichen Regelung zum Insolvenzrichter marschieren.
Und das wollte man vermeiden und das war auch sinnvoll, dass man dieses Gesetz eingeführt hat. Man ging dann, ähnlich wie auch die Virologen, davon aus, das wird sich sehr schnell auch wieder ändern und hat deswegen dieses Gesetz zunächst bis zum 30.09.2020 begrenzt. Dann kam wieder Lockerung im letzten Sommer. Dann hat man gesagt, man ändert dieses Gesetz wieder. Man hat nachgebessert bis zum 31.12. Dann hat man gemerkt, ups, wir sind in der zweiten Welle. Dann hat man kurz vor Weihnachten dieses Gesetz wieder verlängert und wieder verändert bis zum 31.01. Also die Perioden sind auch immer kürzer geworden. Dann am 28.02., also kurz vor Wiederablauf dieses Gesetzes, hat man es dann nochmals verlängert. Und schließlich sind wir jetzt am 30.04. angelangt. Das Gesetz ist vollkommen außer Kraft gesetzt. Das heißt, es gilt wieder die alte Rechtslage. Es ist ausgelaufen. Hat das denn bis dahin helfen können oder ist es einfach zu früh ausgelaufen? Nein, also das sieht man an den Insolvenzzahlen. Wir haben die niedrigsten Insolvenzzahlen seit 21 Jahren. Das hat Gründe. Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es umfassende Corona-Hilfe in Milliardenhöhe gibt, die vom Gesetzgeber durchaus auch so ein bisschen gießkannenmäßig ausgeschüttet worden sind. Da gehören nicht nur die Corona-Förderkredite dazu, da gehört auch die Kurzarbeit dazu, die jetzt auch verlängert worden ist bis zum 30.09. Und da gehört auch Sachen dazu, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, wie beispielsweise ein Rettungsschirm für die Warenkreditversicherer, die ein sehr großer Player in Bezug auf Insolvenzzahlen sind. Man hat diese Corona-Hilfen jetzt erweitert, gestern verlängert bis zum 30.09., erstaunlicherweise kurz nach der Bundestagswahl. Und diese Verlängerung dieser Corona-Hilfen wurden zeitgleich flankiert mit zweitens dem Insolvenzaussetzungsgesetz, also der Suspension der Insolvenzantragspflicht. Zeitgleich mit der Verlängerung jetzt der Corona-Hilfen hat aber der Gesetzgeber zum 30.04. die alte Rechtslage wiederhergestellt. Das heißt, jeder Geschäftsführer muss sich jetzt genau anschauen und ähnliche Hausaufgaben machen wie der Gesetzgeber in Bezug auf die Pandemie und sich wirtschaftlich anschauen, wie muss ich mich aufstellen für nach dem 30.09. spätestens. Das heißt, Insolvenz kann eine Chance sein, aber nur, wenn ich sie jetzt aktiv angehe. Und zwar jetzt und nicht erst abwartend am 30.09. oder 1.10. Das heißt, Sie haben im Moment wenig zu tun oder viel zu tun? Von den Insolvenzzahlen her haben wir sehr wenig zu tun. Bei der Sanierungsberatung sind wir durchaus ganz gut beschäftigt. Herr Voss, was wird in Unternehmerkreisen über dieses Gesetz gesprochen oder über diese Problematik? Bei Ihnen sieht es wieder besser aus, haben Sie beschrieben. Ja. Aber man spricht ja auch mit Kolleginnen und Kollegen, Unternehmern, Geschäftsführern. Wie ist da so die Stimmung oder was kommt da so zurück? Also wir haben eigentlich eine gute Liquidität, auch in der gesamten Gruppe. Sodass, ich sag mal, das Thema Insolvenz eigentlich für uns kein Thema ist. Mhm. Wir haben Anfang des Jahres über die Bundesregierung im Wirtschaftsstabilisierungsfonds einen Kredit bekommen, eine stille Beteiligung. Das ist aber im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir haben dort unsere Eigenkapitalquote gestärkt und die Kreditlinien gestärkt. Das ist im Prinzip die Basis und wir sehen ja jetzt aktuell auch in diesem Geschäftsjahr, die Ergebnisse sind gut, sind positiv und teilweise in bestimmten Bereichen können wir auch das schlechte Jahr 2020 sogar schon wieder ausgleichen. Der Herr Sänger hat gerade gesagt, das kann auch eine Chance sein, so eine Insolvenz. Herr Borges, brauchen wir vielleicht ein neues Verständnis von Insolvenz? Es eben als Chance zu verstehen oder so munter abwischen, weitermachen oder ist das doch verantwortungslos? Mit einer Insolvenz, zumal wenn sie professionell begleitet und beraten wird durch gute Berater, wie beispielsweise DHPG, kann das durchaus eine Chance sein, weil man sich natürlich bestimmter Fixkosten erstmal im ersten Schritt in der Sanierungsphase entledigen kann, um dann eben neu das Geschäftsmodell auszutarieren. Insgesamt muss ich allerdings sagen, sind die ganzen Maßnahmen, die gerade angesprochen worden sind, haben doch aus meiner Sicht sehr, sehr gut gegriffen. Wir als Sparkasse Köln-Bonn, wir haben die Erwartung gehabt, nachdem wir auch
große Beträge an Corona-Krediten zur Verfügung gestellt haben, zur Stabilisierung hier der regionalen Wirtschaft in Köln-Bonn. Wir haben über 600 Millionen an Liquiditätshilfen den über 2200 mittelständischen Unternehmen hier der Region zur Verfügung gestellt, dass wir eine erhebliche Risikovorsorge bilden müssen. Wir haben weder ins Jahre 2020 eine erhebliche Risikovorsorge bilden müssen, sondern das war ein ganz normales Risikovorsorgejahr für uns als Bank, wie in den Vorjahren. Auch für 2021 haben wir natürlich eine vergleichsweise hohe Risikovorsorge eingeplant. Aber ich kann Ihnen heute per Anfang Juni sagen, dass auch diese Risiken bisher nicht schlagend geworden sind. Und das ist nicht nur ein Phänomen von der Sparkasse Köln-Bonn, sondern das hören wir von allen Kolleginnen und Kollegen der Bankbranche, dass die Wirtschaft bisher ausgesprochen gut durch die Krise kommt. Eben genau die Maßnahmen, die gerade angesprochen worden sind, wie das Kurzarbeitergeld, die Überbrückungshilfen, die in nennenswerten Beträgen an die Unternehmen teilweise inzwischen auch geflossen sind, die haben natürlich enorm zur Stabilisierung beigetragen, plus die Förderkredite, die in einer Vielzahl ausgereicht worden sind, sodass die Unternehmen doch über einen ganz erfreulichen Liquiditätsbestand führen. Aber auch das Geld muss ja irgendwo herkommen und muss irgendwann auch vielleicht wieder zurückgeführt werden oder muss vom Souverän, vom Staat, von den Menschen auch wirklich tatsächlich auch wieder erbracht werden, oder? Ich meine, diese Unterstützung ist sinnvoll und wichtig, auch bestimmte Firmen da auch wirklich vor dem Ruin zu retten. Aber das muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Völlig richtig. Also da sind wir Banken und Sparkassen ja auch bei der Vergabe in der Verantwortung. Das wird übrigens auch von der Bankenaufsicht sehr genau kontrolliert. Das heißt also, wir sind natürlich bei diesen 600 Millionen Euro nach dem Grundprinzip vorgegangen. Wir haben uns die Geschäftsmodelle der Unternehmen angeschaut und haben gesagt, wenn das Geschäftsmodell vor Corona stabil war, entsprechende Profitabilität aufgewiesen hat und damit gezeigt hat, dass es auch eine Verschuldung zurückzahlen kann, dann stellen wir diesen Unternehmen eine Liquiditätshilfe zur Verfügung in der Annahme, dass in 2 oder 3 Jahren, wenn die Tilgungen dann schlagend werden nach der Krise, dass dann auch wieder das alte etablierte Geschäftsmodell greift und damit die Profitabilität der Unternehmen zurückkehrt. Das heißt also, Unternehmen, die eigentlich vor der Corona-Pandemie schon eigentlich Schwierigkeiten hatten, die haben auch in der Regel von Banken und Sparkassen keine Unterstützung erfahren. Anders ist es, dass man natürlich die Möglichkeit hatte, hier vom Staat Zuschüsse zu erhalten. Das hat zur Stabilisierung beigetragen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ein oder andere Unternehmen wird natürlich nicht durch die Corona-Pandemie kommen. Also nehmen wir beispielsweise mal das Gastgewerbe. Wenn man den Zahlen von der DEHOGA, vom Verband der Gaststätten und der Hoteliers glaubt, dann wird damit gerechnet, dass jeder dritte gastronomische Betrieb die Entwicklung nicht überleben wird. Nur ich kann für unseren Verantwortungsbereich sagen, dass wir das im Moment so nicht feststellen. Dass es erfreulich besser aussieht, als es auch häufig in den Medien kolportiert wird. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Herr Singer? Ja, also Erfahrung kann man wirklich jetzt noch nicht genau messen. Mhm. Ich gebe dem Herrn Borges natürlich recht, dass die ausgereichten Kredite vorher überprüft worden sind. Insofern wird es dann spannend sein, wenn die Schuldenlast einsetzt, die Rückzahlungsverpflichtung einsetzt und zusätzliche Faktoren wie zum Beispiel die Verteuerung der Rohstoffe, die Verteuerung der Energie, wenn diese Effekte dann mit obendrauf kommen in einem Unternehmen, das vielleicht ohnehin eine niedrige Marge hat, beispielsweise im Textilhandel, dann wird das wirklich problematisch werden können. Von einer Insolvenzwelle gehen wir alle derzeit nicht aus. Also das kann man seriöserweise sagen. Es wird sich nach hinten, so ähnlich wie bei den Virologen, nach hinten so abflauen, die Welle. Die Insolvenzwelle selbst wurde vom Gesetzgeber eingebremst. Und das aus heutiger Sicht erfolgreich.
Ich hatte da nur eine, vielleicht kann man das, wie schnell kann ein Unternehmen nach einer Insolvenz neu starten? Also wenn es dann doch nicht geklappt hat und ich starte wieder, was wie schnell muss ich Ihnen leider eine Juristenantwort geben, das kommt drauf an, ja gut, okay. Also entscheidend ist, wie aktiv sich der Unternehmer verhält. Wenn er frühzeitig vernünftige Berater an Bord holt und eine sogenannte Entschuldung in Eigenverwaltung macht mit einem Insolvenzplan, dann kann man das sehr schnell innerhalb von 6 bis ca. 12 Monate hinbekommen, dass ein insolventes Unternehmen entschuldet wieder an den Markt geht. Herr Strick, Sie haben viele Diskussionen mitbekommen rund um Corona, um Inzidenzwerte. Leben retten, die medizinische Perspektive hatte immer Vorrang, so habe ich mir das aufgeschrieben. Es war das Wichtigste, Menschen und Leben zu retten. Jetzt greifen die Lockerungen. War eine Festlegung auf die Inzidenzwerte von 100, 50, 35 als kalkulierbare Größen für den Grad der Öffnung die einzige Möglichkeit, weil dann Klarheit herrscht, weil wir dann alle ein klares Maß der Dinge haben, weil wir es kapieren? Naja, also diese Festsetzungen auf bestimmte Werte sind ja eigentlich weit von dem weg, was eigentlich eine wissenschaftliche Begleitung ist. Ursprünglich hat man bestimmte Schwellenwerte festgesetzt, weil das durchschnittliche Gesundheitsamt in Deutschland ab einem bestimmten Inzidenzwert einfach nicht mehr geschafft hat, die Kontaktnachverfolgung 100% zu gewährleisten. Aber davon sind wir ja irgendwann weggekommen, und ob man jetzt 50, 35, 20 oder 10 als Inzidenzwert nimmt, das ist ja nicht mehr ein wissenschaftlicher Wert. Da könnte auch 15 oder 12 oder 39 sein, das ist genauso gut. Aber es ist eben ein feststehender Wert, eine Zahl, die im Raum steht. Die Problematik, die wir haben, ist, was Corona gerade auch schon am Anfang deutlich gezeigt hat, ist, dass wir zum einen über die Sommermonate sehr viel mildere Verläufe haben, sogar mehr asymptomatische Verläufe haben, und dass wir in den Wintermonaten rund ein Fünftel der Infektion auch ohne Symptome ist. Die Infektionszahlen selber sind abhängig von der Häufigkeit der Tests. Das hat man in bestimmten Zeiten sehr deutlich gesehen. Und mit diesem Zusammenhang sehen wir aber nicht das, worauf es eigentlich ankommt. Nämlich, ob wir wirklich in der stationären und intensivmedizinischen Versorgung Probleme bekommen. Jetzt gerade kriegen wir ja noch viel mehr diese Spreizung zu spüren. Nämlich durch die Geimpften sehen wir vielleicht immer mal Infektionen, aber sie haben keine Relevanz mehr, weil die Menschen nicht mehr krank werden und nicht mehr an medizinische Versorgung brauchen. Daher müssen wir jetzt vorwärtsgewandt, anstatt zurückzuschauen, vorwärtsgewandt dringend von diesem Inzidenzwert wegkommen und andere Parameter ins Zentrum rücken. Und das ist gar nicht so leicht, das zu machen. Aber dafür haben wir ja ein paar Monate jetzt Zeit. Fragen wir mal die Industrie, Herr Voss. Hätten Sie lieber flexiblere Regeln, angepasstere, individuellere Regeln gehabt als diese starren Vorgaben, die es da gab? Also ich glaube, es ist bei uns wichtig, weil man ja dann auch in dieser Region, in Troisdorf, da sind auch die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kommen aus dieser Region, da waren die Zahlen eigentlich immer verhältnismäßig hoch. Insofern waren wir immer etwas risikobewusster an dieser Stelle, haben dann auch vielleicht die Maßnahmen eher etwas schärfer und auch schneller gemacht. Ich glaube, wir haben immer die richtigen Maßnahmen getroffen und auch zur richtigen Zeit. Das Problem ist ja, dass man einfach in eine Risikoabschätzung rein muss, um dann auch zu sagen, mit welchen Maßnahmen kriege ich das Risiko einer Betriebsstilllegung oder auch Teilbetriebsstilllegung minimiert, weil das wäre ja dann der Worst Case. Und das sind dann halt die Fragen, an welchen Regelungen halten wir dann uns da? Und da ist halt wahrscheinlich eine regionalere Betrachtung wäre für mich wichtiger, wobei sie in unserem Falle für die Troisdorfer Region an der oberen Grenze gewesen war. Mhm. Von daher. Herr Senger, kann Wirtschaft, können Unternehmen von heute auf morgen sich an das Infektionsgeschehen anpassen? Können die das vielleicht sogar besser als Verwaltungsapparate? Sind die ja flexibler? Kriegen die das besser hin? Also wir haben jetzt hier in der Runde deutliche Beispiele, dass es Unternehmer können. Mhm. Und das Entscheidende ist, wenn Unternehmer verantwortlich mit ihrem Betrieb umgehen und im Übrigen auch mit ihren Vertragspartnern und mit allen anderen, die am Markt teilnehmen, dann schafft das die deutsche Wirtschaft. Also da bin ich vollkommen überzeugt. Letztendlich dieses böse Wort Insolvenz, das betrifft schon überwiegend Unternehmen, die einfach nicht besonders gut aufgestellt sind.
Es gibt mit Corona natürlich besondere Einschläge bei Unternehmen, die konnte keiner vorhersehen. Und deswegen sind die staatlichen Hilfen für diese Unternehmen, die nichts dazu konnten, auch exakt richtig gewesen und auch zukünftig noch wichtig. Aber in der Regel kann ein gesundes Unternehmen das sehr gut mit irgendwelchen Vorgaben der Politik, mit Grenzwerten umgehen. Und es gibt Wirtschaftsbereiche und Firmen, die gehen während der Corona-Pandemie durch die Decke, wie beispielsweise Lieferdienste oder beispielsweise auch Onlinehandel, die von der Corona-Pandemie enorm profitiert haben. Herr Borges, die Pakete werden immer mehr, die DHL und Co. und UPS und wie sie alle heißen, alle Zustellen und Hermes. Aber wie holt man nun die Kunden von den Online-Portalen zurück in die Läden? Wie macht man das? Ja, also das ist auch ein Thema, mit dem wir uns als Sparkasse Köln-Bonn auch sehr, sehr stark beschäftigen. Wir haben einfach auch ein großes Interesse, dass diese regionale Einzelhandelsstruktur erhalten bleibt. Auf die Frage, wie geht das? Da sehen wir eigentlich zwei Lösungen für diese Einzelhändler. Ich glaube, dass das ein Stück weit da auch Corona geholfen hat, diese Maßnahme, die so liebevoll mit Click and Collect beschrieben werden, hat viele Einzelhändler dazu gebracht, sich tatsächlich mit Online-Vertrieb zu beschäftigen, also mit einer hybriden Vertriebsstruktur. Um sich da breiter, ich glaube, sich da auch breiter aufzustellen. Und ich glaube, das wird wichtig sein, dass man das fortsetzt, also dass man eine omnikanale Einzelhandelsstruktur entwickelt und sich nicht mehr nur auf den stationären Einzelhandel alleine konzentriert. Und der zweite Aspekt, wo sich der Einzelhandel sehr, sehr stark mit beschäftigen muss, dass er das Einkaufserlebnis zu einem wirklichen Erlebnis machen muss. Also das heißt also, dass der Atmosphäre Strukturen schaffen muss, beispielsweise im Bonner Talweg, wo wirklich gesagt wird, es macht einfach Spaß, samstags morgens dort ein Glas Wein zu trinken oder samstags mittags und dann shoppen zu gehen. Und ich glaube, es wird einen Markt für diese Bedarfslage geben. Ich glaube nicht, dass auf Dauer 100% aller Konsumenten bei Amazon und Zalando kaufen werden, sondern ich glaube, dass es auch eine Rückbesinnung auf Regionalität, auf Nähe zu dem und Vertrautheit zu den Einzelhandelsstrukturen geben wird. Aber in der Tat, die Einzelhandelsunternehmer sind hier auch selbst gefordert, sehr initiativ zu werden, sich wirklich mit Online-Vertrieb und mit einer vernünftigen Einzelhandelslandschaft in den einzelnen Stadtteilen, gerade hier in Bonn, zu beschäftigen. Hier gibt es einmal die Innenstadt, wir haben den Bonner Talweg angesprochen, wir haben Bonn-Bad Godesberg angesprochen, Bonn-Beuel, die alle Einzelhandelsstrukturen haben, die es zu stärken gilt. Und da müssen aber auch die Einzelhändler zusammenarbeiten und durch Kooperation auch Kraft entfalten. Und bieten da auch ganz viel an Unterstützung, gerade hier dem Einzelhandel zu helfen. Aber dann trotzdem die, ja, nennen Sie es Journalistenfrage, wie viele der Läden werden denn zubleiben nach der Öffnung im Bonner Zentrum? Was glauben Sie? Wie viele werden es denn eben nicht schaffen? Ja, auch da gibt es ja viele, viele Verlautbarungen, gerade von den Einzelhandelsverbänden zu, auch hier von Bonn, Rhein-Sieg, die sagen, dass auch hier jeder dritte Einzelhandelsbetrieb wahrscheinlich es nicht überleben wird. Wie gesagt, unsere Erfahrungen sind im Moment, dass die Einzelhändler sehr, sehr substanzstark sind und doch auch gerade auch mit diesem Konzept von Click und Collect das eine oder andere möglich gemacht haben. Der Kunde kann helfen, indem er es annimmt. Deswegen die Frage Click und Collect, ist das breitere aufgestellt? Aber dieses ursprüngliche, vielleicht erinnern Sie sich noch, so wie früher mal so in den Laden reingehen, ein bisschen flanieren und sich das Hemd dann aussuchen. Fragen wir mal in die Runde, wie sehr, Herr Professor Streeck, sind Sie denn Ladengänger oder so ein Online-Klicker? Wahrscheinlich wegen der wenigen Zeit wahrscheinlich doch eher online. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin eigentlich vom Naturell ein Ladengänger, weil ich notorisch auf die falschen Sachen, also falschen Größen oder sowas klicke oder dann nicht aufpasse. Also lieber eigentlich wirklich gehe ich in den Laden, aber war ich eben nicht in der Zeit. Da gab es was anderes zu tun. Herr Voss, wie ist es bei Ihnen? Auch Sie haben wieder mehr zu tun, aber trotzdem die Frage der Ladengänger oder doch eher der Online-Klicker?
Also ich war tatsächlich zuletzt in einem Laden wieder nach langer Zeit. Und wie war das? Das war auch gut. Ja. Ich habe mich zurechtgefunden. Auch wieder raus und so? Auch wieder raus, ja. Haben Sie was gefunden oder sind Sie mit leeren Händen wieder raus? Nein, ich habe was gefunden. Wie ist es bei Ihnen, Herr Sänger? Ladengänger oder Online-Klicker? Also nur Ladengänger, allerdings kein Flanierer. Das heißt, es gibt einen Einkaufstermin, da muss meine Frau drunter leiden. Und dann gehen wir zusammen einkaufen und dann werden 3 Anzüge gekauft und mehrere Hemden und mehrere Paar Schuhe. Und dann ist das wieder für die nächsten 3 Monate erledigt. Erstmal wieder gut, genau. Und bei Ihnen, Herr Borges? Ja, also ich bin auch immer noch derjenige, der gerne in den Laden geht, also sich an den Rechner zu setzen und einen Anzug zu bestellen, da tue ich mich einfach schwer mit. Das macht mir keinen Spaß. Aber ich muss auch gestehen, also ich bin jetzt auch nicht so begeistert beim Shoppen, dass ich jetzt mir vorstellen kann, 5-6 Stunden im Geschäft zu stehen, sondern deswegen glaube ich, und da gibt es viele Bedarfslagen, die da ähnlich unterwegs sind. Man will das eben verbinden mit einem schönen Nachmittag, mit einem schönen Tag. Ne? Und deswegen empfehle ich ja auch, dass die Gastronomien mit den Einzelhändlern zusammenarbeiten und gemeinsame Konzepte entwickeln. Ja? Und weil dadurch natürlich eine neue Attraktivität entsteht, die so ein Amazon nicht bieten kann. Amazon ist unpersönlich. Und ich glaube, dass diese Nähe, diese Herzlichkeit, die auch im Einzelhandel vermittelt wird, dass es da auch eine große Sehnsucht für gibt. Und insofern sehe ich nicht so pessimistisch für den Einzelhandel. Es kam ja gerade so ein bisschen in der Runde raus, so große Flanierer sind wir jetzt nicht, das gilt auch für mich. Aber ich weiß noch, wie der Spielwarenfachhandel, hier Puppenkönig, den es ja leider nicht mehr gibt, wie der es versucht hat. Mit Carrera-Bahnrennen, das war, ne? Nur für Männer Carrera-Bahnrennen war. Aber es hat dann am Schluss dann auch nicht gereicht. Lassen Sie uns noch über einen weiteren Aspekt in der Corona-Zeit sprechen, Digitalisierung. Wir haben das schon so ein bisschen angerissen, wie viele sind im Homeoffice, wie viele sind tatsächlich im Institut geblieben und so. Aber dann trotzdem auch noch mal die Frage, ist das mit der Digitalisierung jetzt nur so ein Aufflackern? Wie würden Sie das einschätzen? Oder brennt das Feuer weiter? Also nehmen wir da was von mit? Wie würden Sie das sagen, Herr Voss? Also wir hatten tatsächlich vorher schon Digitalisierungsinitiativen, digitaler Arbeitsplatz, aber auch in der industriellen Umgebung mit virtuellen Brillen und ähnlichen Themen. Das hat natürlich insbesondere in den administrativen Tätigkeiten, in den Bürotätigkeiten nochmal einen ordentlichen Push gegeben durch die Corona-Krise. Da sind natürlich auch in den Arbeitsplätzen, in den Umgangsweisen, in den Arbeitsvorgängen mit dann auch Teams wirklich deutliche Schritte nach vorne gemacht worden. Und da sind auch sehr viele Dinge, die trotz dieser fehlenden Begegnung und Zusammenarbeit aber auch bleiben. Weil ich finde, dieses Instrument mit Teams an einem Dokument zu arbeiten, mit einfach auch solche Arbeitsweisen zukünftig auch zu behalten, sicherlich auch die ein oder andere Dienstreise einzusparen, weil man vielleicht die 2 Stunden Fahrzeit für eine halbe Stunde des Meeting mit Teams einfach viel eleganter und viel besser macht. Trotzdem wird es aber auch dann wieder die Begegnungen geben. Aber die Digitalisierung hat einen Push gekriegt, geht aber eigentlich im Prinzip weiter auf einem höheren Niveau, würde ich sagen. Wie sind die Erfahrungen bei Ihnen im Institut, Herr Professor Strick? Sie haben davon gesprochen, Homeoffice gibt es so nicht, haben wir eben drüber gesprochen. Aber ansonsten, wie geht's weiter mit der Digitalisierung bei Ihnen im Institut? Ja, also da bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner zu, weil ich das ja eher komplett Konsument davon bin. Aber was ich sehr angenehm finde, ist, dass viele dieser kurzen Meetings, die man mal für eine halbe Stunde braucht, um einfach nur was zu verabschieden, dass man das jetzt online macht, über Zoom oder Teams oder so, und dadurch wirklich enorm Zeit spart. Aber wir haben auch unser Betriebssystem, wir hatten leider ein MS-DOS-Betriebssystem noch, das haben wir in der Pandemie umgestellt oder angefangen umzustellen. Wie ist es bei Ihnen, Herr Borges, im Unternehmen, in der Sparkasse Köln-Bonn mit der Digitalisierung? Wie sehr freuen Sie sich auf die Mitarbeitenden, wenn die Zahlen weiter runtergehen, und wie sehr bleibt vielleicht aber auch Homeoffice ein Teil? Also wie wird sich das wohl in Zukunft abbilden und zeigen? Also ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich freue mich sehr, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen wieder auch in einem Meeting persönlich neben mir sitzen habe, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, ich würde es sogar fast so formulieren, ich bin fast inzwischen ein bisschen Videokonferenz geschädigt.
Weil, äußert sich weil das? Man natürlich teilweise 8-9 Stunden in Videokonferenzen sitzt, um Dinge zu besprechen. Und so schön, wie das auf der einen Seite ist, weil man natürlich nicht mehr reisen muss und keine Zeit für Reisen verliert. Aber wenn man ehrlich ist, man erkennt natürlich nicht die Mimik, die Körpersprache des Gegenüber in diesen Videokonferenzsystemen. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir in der Zukunft eine auch da wiederum eine hybride Welt haben werden. Das heißt, wir werden auf der einen Seite ja das eine oder andere an Reisen über Videokonferenzen substituieren, aber wir werden auch für wirklich richtig wichtige Meetings auch wieder den sehr persönlichen Kontakt suchen und pflegen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch wieder mehr Geschäftsreisen sehen. Also wir werden sicherlich nicht mehr auf die alten Raten an Geschäftsreisen kommen wie vor der Corona-Pandemie. Aber wir werden sicherlich doch wieder auch das Bedürfnis haben, uns dann mal in Berlin zu treffen, in München oder wo auch immer. Und das eben persönlich. Und von daher, glaube ich, wird das die Zukunft sein. Und vielleicht das noch abschließend von meiner Seite. Wir haben eigentlich schon vor der Corona-Pandemie so ein Stück weit diese hybride Welt antizipiert, weil wir in vielen Gesprächen mit unseren Kolleginnen und Kollegen auch gespürt haben, dass es da abstrahiert von Corona einen großen Wunsch gibt. Also Heimarbeit, Homeoffice mit Arbeit im Büro zu verbinden. Und deswegen haben wir mit unserem Personalrat im Jahre 2019 eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die es eben seitdem bereits unseren Mitarbeitern ermöglicht, 2 Tage in der Woche von zu Hause zu arbeiten. Und das löst auch große Zustimmung aus. Insofern, glaube ich, wird das Modell der Zukunft sein. Eine Frage in die Runde, Herr Sänger. Stichwort Krisenbewältigung. Wer kann denn vor allem Katastrophe und Pandemie und Krise? Wer kriegt das am besten gehandelt? Ist das die Wirtschaft? Ist das die Politik? Ist das die Verwaltung? Sind das die Bürger? Ist es die Wissenschaft? Was würden Sie sagen? Wer kriegt es am besten hin? Oder kann man das gar nicht so sagen? Also letztendlich, glaube ich, die Erfahrung haben wir in den letzten 14 Monaten gemacht, dass es nur gemeinsam geht. Also alleinig geht es nicht. Und wenn sich alle nur auf die Politik verlassen oder auf Virologen oder auf die Banken, dann wird das nicht funktionieren. Also es geht nur gemeinsam, ein gemeinsames Verständnis entwickeln, aber auch eine Verantwortung gemeinsam entwickeln. Das heißt nicht, wenn die Zahlen sinken und die Politik aus welchen Drucksituationen heraus auch immer sagt, jetzt kommen die Lockerungen, dann sofort sagen, super, endlich kann ich meinen Mallorca-Urlaub buchen. Das ist der falsche Weg. Mhm. Es geht nur gemeinsam. Herr Voss, was denken Sie? Also ich denke, die Impulse müssen schon von allen kommen, von Banken, von der Politik. Es muss aber auch mehr Klarheit herrschen bei den Randbedingungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das führt auch an vielen Stellen zu Verunsicherung. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir dann in den Industrien und in den Unternehmen dann auch verarbeiten müssen. Ich glaube, man ist da sehr schnell und sehr reaktionsfähig. Aber die Randbedingungen, die sind halt sehr wichtig. Und die Klarheit bei den Regeln. Das heißt, eine Krisenbewältigung geht schon sehr schnell. Aber wenn ich mir einfach noch mal angucke, das letzte Jahr, die unterschiedlichen Vorgehensweisen auch in den unterschiedlichen Gesundheitsämtern, das ist unheimlich komplex, das auch dann in einem Unternehmen auch zu handeln. Insofern von den Randbedingungen her mehr Klarheit. Und dann sind wir wieder beim gemeinsamen Thema. Herr Professor Strick, was denken Sie, Krisenbewältigung, wer kriegt es am besten hin? Da kann man ja eigentlich gar nichts mehr zufügen. Also gebe ich vollkommen recht. Natürlich ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Frage, die sich so ein bisschen stellt, langfristig ist, wie wir krisenresilienter werden als Gesellschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass dort eher so auch so ein interdisziplinärer Rat, Pandemierat oder sowas entsteht, der sowohl vorwärts plant mit verschiedenen Planspielen, Situation A, B und C, die eintreten könnte, aber wir das auch gleichzeitig mitnehmen, um vorauszuschauen für mögliche Pandemien, die kommen könnten, wie wir auf bestimmte Begebenheiten reagieren. Also wirklich da auch versuchen, die Gesellschaft zusammenzunehmen, weil die Pandemie ist eben etwas, so wie sie definiert ist, auch etwas, was jeden einzelnen Bürger betrifft. Und da diese Krisenresilienz zu schaffen, das würde ich mir wirklich wünschen. Wir sind am Ende des 48. Bonner Wirtschaftstalks. Zum guten Schluss gibt es
eine persönliche Frage in die Runde. Das Wetter passt endlich. Ich gucke da mal raus, hat es angefangen zu regnen. Nö, ist immer noch schön sonnig. Die Außengastronomie, selbst in Bonn ist die Außengastronomie auf. Aufgrund der persönlichen Erfahrung aus der vergangenen Stunde. Mit wem, Herr Borges, könnten Sie sich denn jetzt vorstellen, noch das ein oder andere Getränk in einem der Bonner Biergärten zu trinken und über verschiedenste Punkte vielleicht des heutigen Abends oder sonstiges zu besprechen? Also ich könnte mir gut vorstellen, mit Professor Streeck heute Abend noch in den Biergarten zu gehen, weil ich das total spannend finde, mich mit ihm darüber auszutauschen, wie er eigentlich die letzten 15 Monate erlebt hat. Von daher, ja, das wäre ein tolles Projekt. Die Frage geht auch an Herrn Sänger. Konsum als Bürgerpflicht, kann man ja fast sagen. Ne? Wir müssen schon was verzehren, damit es der Gastronomie wieder gut geht. Mit wem würden Sie das wollen und warum? Also ich würde mich tatsächlich am liebsten mit dem Herrn Voss treffen. Und zwar deswegen, weil sein Unternehmen nicht insolvenzgefährdet ist. Und mich ist sehr stark interessiert, wie die anderen Herausforderungen, die derzeit gerade für produzierende Gewerbe entstehen, wie man da in die Zukunft schaut und wie man da besser aufgestellt ist. Herr Voss, wie geht's Ihnen? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ich treffe mich mit Herrn Sänger und dann gehen wir was zünftig essen. Das ist salomonisch, ja, ja. Mhm. Nein, das ist jetzt nicht, weil wir eine Insolvenzberatung brauchen, aber das ist ein interessantes Thema. Das interessiert mich einfach an der Stelle. Herr Streeck, ich weiß nicht, was der Niedersachse in einem Bonner Biergarten trinkt, aber wenn Sie sich einen aussuchen dürften oder mehrere in der Runde, mit wem würde es sein? Wir sind ja jetzt schon verabredet. Achso, wir sind schon, ja, okay, alles klar. Dann, aber ich trinke Weißwein. Dann soll das so sein, das gibt es da auch. Okay. Vielen Dank an Sie, das war eine illustre, nette, angenehme, sympathische Runde. Vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie da so mit dabei geblieben sind. Und wie gesagt, Daumen drücken, dass das beim nächsten Bonner Wirtschaftstalk tatsächlich auch wirklich so wieder klappt mit dem Live-Publikum. Das war schön, das hat Spaß gemacht hier aus dem Foyer des Bonner Kunstmuseums. Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss.